So, hinab, hinab. Juhu. So, das Schweinchen haben wir und dann kommen wir jetzt da hoch. Zu einer Flasche, wie toll. Und dann schauen wir mal, was ist denn das? Was hängt denn da? Was sind denn das? Fische. Ah, guck mal hier. Wie nett. So, und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ist ja ekelhaft. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Ja, fühlst du dich gut auf, so viel Fisch, hä? Strange. Hier scheint aber noch wer zu leben. Er hier? Ach, das ist ein Typ. Guck mal, ich dachte, das wäre hier nur so das Gambicho. Tja, tut mir irgendwie leid für euch, aber ich muss gehen. So, na gucken wir mal. Was gibt's denn hier hinten? Nichts. Kann man da lang? Natürlich nicht. Da gibt's auch nichts. Dann schauen wir mal hier lang. Super, hier geht's auch nicht weiter, oder? Kann man da? Nein. Kann man da hoch? Auch nicht. Ja, dann bleibt ja nur noch der Weg hier. Bin ich denn jetzt? Schaut cool aus. Warte mal, da hinten ist was. Walross und Zimmermann da lang. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Okay. Dann gehe ich nicht da lang. Ah, da bin ich. Dieses ekelhaft nicht singende Ding und das Teil. Sterbe soll da aller Hörter. Ah, hier hat sich schon ein bisschen was eingefunden. Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen wagen. Könige, Lords und Talaren gezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode. Dazu noch Leid und Verdruss. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit. Nasses Ende, Stich ins Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen. Jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Lärm beschwerlich hart. Der Schweiß fängt an zu rennen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen. Und das Festmahl kann beginnen. Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam, als du ankamst! Und er ist doch schlechter, als dass du es dir vorstellen kannst! Der Tod deines Traums! Die Raupe! Mag vielleicht nicht viel. Ja? Tja, Ende der Vorstellung, würde ich mal sagen. Oh. Was? Das Blut in meinem Mund schmeckt gar nicht. Wo ist der Kerl, der mich geschlagen hat, Nanny? Der miese Kerl ist bewusstlos, aber leider noch am Leben. Was wollte er? Was sie alle wollen. Geld für nichts.
Was hast du dir dabei gedacht, dich einzumischen? Hättest draufgehen können. Nanny, ich bin völlig durcheinander. Ich muss wissen, was diese furchtbaren Visionen bedeuten. Es geht um das Feuer. So wie immer. Du musst weiterleben, Alice, so wie ich. Wenigstens sonst sie keinen Irrenhaus um sein Haus. Meine Vergangenheit ist tot. Ich habe sie umgebracht. Ich hätte sie retten müssen. Ich hätte sterben müssen. Ihr Verstand lag im Scherben. Radcliffe dachte, vertraute Gesichter würden sie zu sich bringen. Nach einem Jahr verlor er das Interesse an ihrem Erbe. Habgieriges Schwein. Stellt aber immer noch seine bizarren Fragen. Gute Dosis Wahnsinn, würde ich sagen. Aber in diesem Leben ist Ehrlichkeit nicht die beste Taktik. Wenn sie nicht komatös war, hat sie geglotzt. Mit Augen wie Windräder. Gesabbert. Manchmal gekreischt. Aber nie etwas Sinnvolles. Kindisch wie sie war, hat sie ihre Geheimnisse für sich behalten. Ganoven und Spanner. Ordinär wie Kakerlaken. Und die armen Dinge sind nichts als Futter für Perverse. Wie Ameisen, die von einer Wespe gefressen werden. Oder die gelähmte Beute einer Spinne. Du hast mich in Rutledge besucht. Du erinnerst dich? Radcliffe hat mir was bezahlt dafür. Eine alleinstehende Frau muss manchmal Dinge tun, auf die sie keine Lust hat. Wie du sicher weißt. Schwester Whitless meinte, du würdest harte Zeiten durchmachen. Ich saufe nicht wie sie. Ich tue niemandem weh. Ist kein schlechtes Leben, Alice. Abgesehen von den Zuhältern. Sie sagte auch, du hast vielleicht mein Kaninchen. Bitte, Nanny, erzähl mir von... Dem verdammten Feuer? Also wirklich. Sieh mal, Alice. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Radcliffe hat den Untersuchungsbericht geschrieben. Ich bring dich zu ihm. Er hat auch dein verfluchtes Kaninchen. Erinner dich dran. In Ordnung, aber Mr. Radcliffe ist nutzlos. Als wüsste ich das nicht. Jo. So, zurück in der Realität. Schauen wir uns hier erstmal ein wenig um. Das ist also unsere Nanny. So, was haben wir denn hier alles? So, irgendwo müsste doch dann auch wieder dieses weiße Kanickel kommen, oder nicht? Was bist du für ein Schnösel? Mietz, Mietz, Mietz. Na, Ohren aufgesperrt? Yo, hab mich umgetan. Momentan nichts zu machen. Wimmelt nur so vor Polypen da seit den dreckigen Morden. Wer war's denn? Wenn du sowas wissen willst, dann frag jemand anderen. Ist da heute jemand empfindlich? Bin doch nicht dein Hündchen. Kannst selber scheiß Laufbursche spielen. Verpass ihm eine. Los, verpass ihm eine. Dann nicht. Wo bin ich hier denn eigentlich? Was gibt's hier? Was sind das für welche? Ach, Totenwächter. Wer ist denn da gestorben? So. Was ist das hier? Schaut auch nett aus. Ob ich da wohnen kann? Würde ich Ihnen höchstens die Hand schütteln, Sir. Angesichts der Qualität der Ware erscheint mir das Angebot mehr als großzügig. Sie wissen, mit Frauenherzen umzugehen, was? Und wenn Sie Ihre Börse nicht ein wenig weiter öffnen, ist das auch alles, mit dem Sie umgehen. Wir werden uns sicher einig. Du würdest mehr verdienen, wenn du weniger reden würdest. Meine Lippen sind versiegelt. Aber nein, Schätzchen, das wäre gar nicht gut. Ohne Pferdchen? Hallo? Mag auch nicht. Ja, sage mal. Hallo? Will auch nicht. Radcliffe, Anwalt. Ob er zu dieser frühen Morgenstunde schon wach ist? Oder späten Abendstunde? Ja, wer ist da? Alice Little, Mr. Radcliffe. Ah, du bist zurück. Komm besser hoch. Achtung, Tür öffnen. So, schauen wir doch mal, was man hier mitgehen lassen kann von diesem Typen. Was ist das hier?
Eine alte Schriftrolle aus Pergament mit Zeichen aus indischer Tinte. Radcliffe meint, Chinesen erfanden diese Tinte. Dadurch Mischen von Ruß, Lampenöl, Eseshaut, Gelatine und Moschus. Er weiß erstaunliche Dinge. Ach nee, warte, so? Aha. Will ich da schon rein? Ich weiß es nicht. Will ich nach oben? Ich weiß es nicht. Eine Uhr. Wie spät ist das denn? Oh, scheiße, die Minuten verrinnen und ich sitze hier und tue nichts. So, da kann man nichts, da kann man auch nichts. Wo ist mein Kaninchen? Ein Zylinder. Warte mal, ich wollte jetzt hier mal... da kannst du nicht viel erkennen, ne? Schade. Huch. Na dann ab nach oben. Ui. Radcliffe, der aus spannenden... Was? Tröges machen kann, sagte, die gebogene Klinge sei ein Maitu-Katana des 16. Jahrhunderts und die kürzere eine Wakizashi, beides Samurai-Waffen. Mhm. Ja, nee, ist klar, weiß man ja. Warte. Ein Teekesselchen, wie schön. Was? Xuande Porzellan, meint Mr. Radcliffe, ist der Höhepunkt der Ming-Dynastie. Wunderschöne Form, der besten Farben und die dekoriertesten Dekors. Ein Einhorn und ein chinesisches Drachengedöns. Was haben wir hier noch? Was ist das denn? Okay. So, na dann. Mein Kaninchen. Sie haben mein Kaninchen. Hast deine Manieren vergessen? Was wohl sonst noch? Du hast es in Rutledge zurückgelassen, meine Liebe. Das hatten wir doch schon. Beleidigt, wie üblich. Triefend vor Dünkel und wirren Vorwürfen. Ich hätte ihr Kaninchen gestohlen. Lächerlicher Vorwand. Sie ist wieder wegen des Feuers hier. Das Einzige, worüber dieses verrückte Gör sprechen will. Laut meinem Bericht starb die Familie durch einen Unglücksfall. Sie will es nicht akzeptieren, kommt immer wieder mit ihren mörderischen Erinnerungen. Will unbedingt die Wahrheit erfahren. Wahr ist aber wohl, das Feuer brach in der Bibliothek aus, als die Katze eine Lampe umstieß. Eltern und Schwester wurden oben von den Flammen eingeschlossen. Ihre Schwester Lizzie schloss nicht mal die Tür auf. Starb im Bett. Dass die Katze schuld sein soll, macht sie rasend. Sie verneint es. Das macht keinen Sinn, kann nicht sein und so weiter. Stimmt. Ich hatte von Anfang an den Eindruck, Alice sei eine Pyromanin. Sie hatte diese Fixierung auf Feuer. Als ich einmal anmerkte, dass sie selbst vielleicht eine größere Rolle bei diesem Drama gespielt hat, bekam sie eine Art psychotischen Schub. Ach, herrje. Habe ich ihm den Kopf abgerissen? Ich wollte es. Was von meinem Hirn übrig ist, wird explodieren. Ist es verrückt, für bessere Halluzinationen zu beten? Vielleicht ist es mein Schicksal, hier zu sterben. Was ist hier denn los? Alle bewegliche Habe verschwunden. Nichts als Staub, Flecken und Tabakgestank. Keine Spur vom Bericht des Leichenbeschauers, geschweige denn vom Kaninchen. Verdammt. Wo ist Radcliffe denn hin? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Alles weg, kein Licht, keine Regale. Die schöne Ming-Vase. Selbst die Schwerter. Alles weg. Aber der Teppich ist noch da, wie toll. So. Wie bin ich hier reingekommen, wenn nicht durch diese Tür? Habe ich ein Fenster genommen? Was ist hier? Nichts kann man angucken.
Wasser. Eine undichte Stelle im Dach. Oh mein Gott.